So, dann herzlich willkommen heute zu einem ganz besonderen Sommdrift. Wir treffen heute Dr. Roy Kühne, Mitglied des Bundestages. Und ich sage erstmal herzlich willkommen und ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Gerne, herzlichen Dank, grüße Sie ehrlich. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind geboren und aufgewachsen in Magdeburg, Lehramtsstudium in Halle-Saale durchgezogen, sage ich mal, oder vorgenommen. Dann die Promotion. Die Promotion und die Weiterbildung zum Diplom-Sporttherapeuten und Physiotherapeuten. Und nach Arbeitsstation als Physiotherapeut und Mitarbeiter in Reha-Zentren haben Sie in Northeim, Südniedersachsen, ein Gesundheitszentrum aufgebaut mit ambulanter Reha, vielen Mitarbeitern. Ich kenne das ja auch, habe das schon vor Ort gesehen. Sehr auch finde ich, sehr beeindruckendes Zentrum. Und dazu noch das ganze Thema Bundestag. Also das ist natürlich eine hohe Fachkompetenz. Und vielleicht erstmal die Frage zu Beginn, warum sind Sie Schirmherr auch noch geworden? Also ich habe schon gesagt, was Sie alles getan haben und tun, der SOM 2020. Was war so der Beweggrund? Also ich denke, das sehen wir jetzt auch in der Art und Weise, wie wir gerade kommunizieren, beziehungsweise wie wir zukünftig auch, glaube ich, mehr Herausforderungen einfach schlichtweg praktischer, preisgünstiger, aber deshalb nicht weniger effektiv lösen werden. Und gerade im Bereich der Therapie, deshalb auch der Sinn mit der SOM, ist eine smarte Online-Messe. Also da geht es um smarte Lösungen. Der Begriff ist ja ein bisschen mit Augenzwinkern zu verstehen. Was bedeutet eigentlich das Wort smart? Das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb freue ich mich, dass so eine Messe stattfindet. Es wird, glaube ich, mal was Neues, eine Anregung über Prozesse mal neu nachzudenken. Und ich glaube, das tut dem Gesundheitssystem sehr gut. Passt auch perfekt zu der Motivation, die wir hatten, also tatsächlich was Neues zu machen. Natürlich durch dieses Jahr motiviert und die Veränderungen. Aber erstmal vielen Dank, dass Sie da mitmachen und uns da auch wirklich mit vielen Gesprächen zur Verfügung stehen und uns da wirklich auch fördern. Das Thema ist ja bei uns Digitalisierung und ich glaube, dass nichts besser passt in unsere Branche: Heilmittel, Physio, Ergo, Logopodo und das Thema medizinische Fitness oder qualitativ hochwertige Fitnessanbieter. Ja, in Bezug auf die Digitalisierung finde ich so viel Herausforderungen und so viele Möglichkeiten, aber auch und Chancen. Wie sehen Sie das Thema? Was wird da auf uns zukommen und wie sehen Sie das Thema generell Digitalisierung und Heilmittel- und Med-Fitness-Branche? Also das Schöne bei der ganzen Sache ist ein riesiges Potenzial. Also es muss nicht unbedingt mehr alles in irgendeiner Kabine 2 mal 3 Meter stattfinden, sondern wir können viel mehr wirklich den aktiven Menschen zu Hause motivieren, was zu tun. Das ist ja das, was wir immer sagen, diese intrinsische Voraussetzung, die Patienten eigentlich mitbringen sollen, um heile, gesund zu werden. Und ich glaube, damit können wir sehr viel mit Digitalisierung erreichen, indem wir Bausteine haben für sie zu Hause, indem wir sagen, so, jetzt gucken Sie einfach mal 18 Uhr rein. Wir stellen Ihnen da einen Download zur Verfügung. Den können Sie übrigens auch, wann immer Sie wollen, downloaden. Wir sehen dann, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie können viel besser interagieren. Sie können Menschen erreichen, die eine Dienstreise machen, die jetzt irgendwie eine Schulterproblematik haben, die sagen: Nee, sorry, ich kann die nächsten 14 Tage nicht kommen. Ich bin unterwegs, bin auf Dienstreise quer durch Deutschland. Kein Problem. Schalten Sie sich im Hotel ein, stellen Sie Ihr Smartphone, was auch immer, dahin und wir legen los. Das ist gesundheitsökonomisch ein riesiger Vorteil, weil wir einfach Behandlungen durchführen, besser kontrollieren können und die Menschen, ich glaube, viel besser dann auch an die Therapie binden können, auch emotionaler binden können, weil sie mittendrin sind. Sie müssen nicht immer raus, sondern sie können raus. So also eine Therapieeinrichtung hat ja auch ihre Vorteile. Aber es gibt nicht mehr die klassische Ausrede, ich kann nicht, ich bin nicht da. Wir können sie da packen. Also eine riesen Herausforderung für die ganze Branche. Ich glaube auch in allen Sparten, ne? Ich kriege das so mit, jetzt auch in der Corona-Phase. Logopäden haben da super mitgemacht, auch die Ergotherapie, die Physiotherapie, allein schon in dem Bereich Video. Und ich glaube, das ist ja nicht nur das ist die Digitalisierung. Also ich glaube, man muss sich einfach mal Gedanken machen, wie groß ist dieses Spektrum. Aber ich halte es für eine Riesenchance, weil man immer mehr noch die Fachkompetenz braucht. Ob es nun der freie Fitnessmarkt ist, ob es die Heilmittelerbringer sind. Ich glaube, dass die Fachkompetenz und die Chancen, die wir als Fachpersonal auch haben werden, die sind gigantisch. Ja, ich glaube auch, dass das nachher vielleicht auch gar nicht. Wir werden bei den akuten Phasen, werden wir sicherlich Therapiezentren und Co. brauchen, aber wie viele Menschen trainieren, üben, machen in Sportgruppen, in sehr engagierten Vereinen, die ja ehrenamtlich auch gut geführt werden unter Rehabilitationssporttrainern, machen Therapie. Und ich glaube, da ist immens wichtig, dass wir diese Leute zum Beispiel aus ihrer Sicht digital fortbilden. Warum sollen 20, 30 Leute sich in Hannover irgendwo treffen, zusammen einen Kurs machen, den sie vielleicht ähnlich wie eine Fernakademie auch digital durchführen können. Das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich hoffe, beziehungsweise erwarte, dass wir auch einen Boom haben werden.
Nee, das glaube ich auch. Und ich erlebe das auch in der eigenen Praxis, im normalen Job ja auch, dass es eine riesen Zukunft hat und dass da auch ganz viele diesen Weg gehen und das auch trotzdem qualitativ und erfolgreich. Wenn Sie sich so auf diese Herausforderung mal des Heilmittelmarktes mal abseits von der Digitalisierung nehmen, was glauben Sie, kommt da in nächster Zeit noch auf uns zu? Also was sind so die Herausforderungen der Heilmittelerbringer und des gesamten Marktes jenseits der Techniker? Ich meine, alle können wir nicht ansprechen, glaube ich, aber Nein, die nein, nein. wichtigsten aus Ihrer Sicht vielleicht. Aber das sind ja Parallelbaustellen, die sehen wir nicht nur bei den Heilmittelerbringern, das sehen wir bei den Kollegen aus der Ärzteschaft. Ich habe heute einen Brief bekommen von einem Arzt, der sagt, die Digitalisierung ist nicht die Rettung des Gesundheitssystems. Dem werde ich analog antworten. Habe jetzt versucht, mal im Netz zu googeln, ob der eine E-Mail-Adresse hat, aber er hat einen Telefonanschluss, einen Faxanschluss und ich weigere mich einfach, dem Fax zu schicken. Der kriegt jetzt von mir einen schönen Brief, wo drin steht, ja, Sie haben völlig recht, die Digitalisierung rettet nicht das Gesundheitssystem aus, macht es stärker, komfortabler etc. Und ich glaube, das größte Problem, was wir überwinden müssen, ist einfach die Schranke im Kopf, dass das Prozesse beinhaltet, die unüberwindbar sind. Und ich glaube, viele Therapeuten, und das ist ja nicht nur Therapie, das ist die Pflegebranche, und vor allem, wenn wir dann über Interoperabilität reden, also Zusammenarbeit von Arzt, Therapeuten, Pflege, Hilfsmittel, also das, was der Kunde jetzt, nenne ich mal bewusst Kunde, auch möchte. Er möchte, wenn es geht, nicht mit 5 Leuten einzelne Termine machen und dann quer durch Berlin toben und sagen, jetzt muss ich da Pflege, jetzt muss ich da ein und oh, jetzt komme ich schon wieder zu spät, sondern der möchte vielleicht einen abgestimmten Termin haben. Und das geht super mit Online-Sachen an. Das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial, wo man allen Branchen und auch der Therapiebranche sagen muss, stopp, Leute, das ist eine Riesenchance. Seht es als Chance, nicht als Bedrohung. Kein Therapeut wird durch einen Roboter ersetzt oder durch ein digitales Laptop, was dann sagt, so Armchen hoch, Armchen runter, das wird nicht passieren. Nein. Und Hände sind unheimlich wichtig. ich glaube auch immer noch die Fachkompetenz und ich glaube all die Menschen, die auch da jetzt die Somme ansprechen will, denen wollen wir helfen dabei, da in diesen Markt auch reinzuschnuppern und sich mal so die ersten Erfahrungen dort auch, ich nenne es mal ganz provokativ anzutun und auch sich damit einfach zu beschäftigen. Wird ja auch ein Thema Genau. sein von uns zweien auf der Messe. Wir haben ja eine spannende Ja. Podiumsdiskussion. Mehr können wir heute noch nicht verraten, aber das kommt dann und ich denke, das geht genau in diese Richtung und das wird super spannend. Ja, Ja, was wollen Sie? Genau, Sie? wir wollen ja provozieren. Also ich möchte ja nicht nur sagen, es läuft, sondern ich möchte auch sagen, nee, warum es läuft, läuft es nicht. Und wir müssen Bremsklötze identifizieren und versuchen zu Genau. überzeugen. Ja, und ich glaube, da kriegen wir gerade ein Turbo rein. Also ich habe das Gefühl, dass Ja. dieses Jahr bei allen Nachteilen, die wir hatten, gar keine Frage, halt in diesem Bereich Digitalisierung und auch Möglichkeit, dass alles viel, viel schneller geht und viel, viel schneller kommt. Was wollen Sie so zum Abschluss vielleicht noch an die Besucher der, oder Teilnehmer der SOM loswerden? Ich sage immer so die letzten, sag mal, was wollen Sie noch denen mitteilen und was ist für Sie noch mit auf dem Also ich Weg? glaube, das ist ja, alle beschäftigen sich ja, egal ob das jetzt in ihrer Freizeit ist, wenn ich meine Tochter sehe, meinen Sohn sehe, mit Smart-Lösungen, mit Vernetzung und landläufig gesagt, ja, die Kinder daddeln da den ganzen Tag an ihren Playstations. Das begrüße ich natürlich auch, da mache ich gar keinen Hehl draus, aber sie sind einfach ein Door-Opener, um sie neugierig zu machen. Und was ich bitte bei der SOM, seid bitte neugierig. Seid neugierig, kommt mit Fragen. Es gibt keine Fragen, die nicht erlaubt sind, sondern man kann alles fragen. Wir sehen, dass Pioniergeist meist aus Krisen entsteht und wir haben jetzt tatsächlich eine Krise. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn der auf der SOM der ein oder andere sagt, ja, Moment, da habe ich aber eigentlich eine bessere Idee. Und dann raus damit und dann Genau. miteinander gestalten. Ja, und kommunizieren. Perfekt. Ja, ganz herzlichen Dank und toll, dass es geklappt hat und vielen Dank für den tollen Input. Und wir sehen Gerne. uns ja spätestens, also wir sehen uns noch vorher bestimmt, aber auf der SOM dann wieder digital. Und erstmal Ja. herzlichen Dank heute hier von SOM Ja. trifft und einen tollen Tag. Ich freue mich zusammen, wünsche allen viel Spaß, Ihnen auch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, tschüss.